Süßerle, noch ein Video zum Thema Wahrnehmung. Wie es überall nicht bekannt ist, gehört die Wahrnehmung niemandem und sie hat auch überhaupt nichts. Doch könnte ich jetzt sagen, und ich sage es auch, nicht nur, dass ich es könnte, sondern ich sage es, das ist ja meine Wahrnehmung hier. Ich nehme diesen Kasper im Display meines Telefons war, weil ich ein Video aufnehme. Aha! Ein Gedanke taucht auf in der Wahrnehmung. Und wem gehört dieser Gedanke? Einem anderen Gedanken, dem Ich-Gedanken, der sagt, oh, ich habe viele Gedanken, aber nicht alle sind meine, weil die vom Donald oder von der Margarete. Die will ich nicht haben, da bin ich froh, dass ich die nicht denken muss. Nun ja. Das war's schon.